So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ratchet & Clank. Wir sind hier in der Fabrik, wo wir ja vorher auch stehen geblieben sind. Wir müssen die untersuchen. Let's go. Ich wollte gerade gucken, wie das am besten geht, aber okay, es hat sich erledigt. Da muss ich hin. Da will ich aber noch nicht hin. Da hinten ist auch noch was. Ich wusste, dass das da reingeht. Ich wusste es. Oh, wie cool. Hey Leute, ich habe wieder was vergessen, den Timer zu stellen. Hey, kannst du dich um dieses Schloss kümmern? Moment, erstmal muss ich Timer stellen. Hier. So. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Und freut euch, dass es natürlich weitergeht mit Le Ratchet und Le Clank. Und perfekt, cool. Direkt geschafft. Wir sind drin. Los, komm! Wir dürfen keine Zeit. Okay. Creepy. Ich bin verwirrt. Machen das mit Karten auf. Over 3. Ey, wir haben genau 5 wieder. Wir könnten jetzt wieder was eintauschen. Da. Der Satz ist vollständig. Cool. So, haben wir den nächste. Oder das nächste. Fliegen wir mal rüber. Wohin jetzt? Es wird Zeit für den Angriff auf den Deplanetisator. Let's go! Deplanisator! Ich finde, dieser Plan ist irgendwie... Idiotisch? Quark weiß bestimmt, was er tut. Nein, weiß er nicht. Oh Gott, nein! Was? Truppen wollen uns aufmischen. Sei so nett und begrüße sie freundlich. Mit Vergnügen, Vorsitzender. Das ist Victor von Ions Todesschiff. Alle Schutztruppen, greift Victors Schiff an. Quark! Quark? Wo ist er? Versuchen auszuweichen. Schießt deine Raketen auf. Raketen los! Muss gucken, wie das nochmal geht. Un momento. Ah, L2. L2. Wenn du mein Todesschiff zerkratzt hast, mach ich dich platt. Du machst das klasse, Ratchet. Weiter so. Danke. Gib mir Mühe. Alter, ey, die Steuerung. Die Raketen sind fast alle. Guter Schuss, Cora. Weiter so. Munition aufgebraucht. Du schaffst. Achtung, Raketen geortet. Vor zu fliegen, wir gehen
Ja. Schiff repariert. Im Kindergarten habe ich es gelernt. Da lernt man so welche Sachen. Haha. Alter, ist das schwierig. Bruder, muss los. Feuer frei auf das Todesschiff. Eine Weltraumratte und ihre Blechbüchse werden mich nicht vernichten. Ah, wenn du wüsstest. Die Phönix. Jetzt ist lustig. Diesmal kommst du mir nicht davon. Victor von Ion hat die Phönix infiltriert. Wir müssen die Brücke räumen. Die Feuer geraten außer Kontrolle. Elaris, ich glaube, ich habe eine Idee. Hast du Zugriff auf das Feuerlöschsystem des Schiffs? Ja, aber das wird nicht leicht. Der Energiekern des Schiffs ist beschädigt. Also musste ich alles auf unsere Primärsysteme umleiten. Wir können den Hilfsgenerator starten, aber das geht nur manuell. Dann werde ich das manuell erledigen. Wie komme ich in den Wartungsraum? Er ist im Wartungsraum, aber die Türsteuerungen sind hin. Ich brauche einen Moment, um sie wieder zu aktivieren. Beeil dich. Heiß. Das ist ein Ende, Blechbüchse. Vielleicht ist es auch dein Ende, Blechbüchse. Ich bin jetzt im Wartungsraum. Du musst ein paar Hilfsgeneratoren aktivieren, damit wir wieder Energie haben. Allerdings brauchen die Generatoren zusätzlich Energie, um wieder anzuspringen. Bekommst du das hin? Vielleicht. Lass das mir. Yay, wir spielen wieder Clank. Nein, wir spielen wieder Clank, den süßesten kleinen Roboter. Ey, mach nicht mehr so einen Krach hier. Ist verboten. Nein. Ja. Gut, gut. Wir brauchen Punkte. Rätselspiel. Drei weitere Geschwader wurden abgesetzt. Gegnerische Schiffe auf 3, 4 und 11 Uhr. Ich kann sie nicht abschütteln. Auf der Suche nach Frieden. Diese Folge probieren wir nicht zu sterben. Ich bin gerade verwirrt. Wenn ich neue Brücken auf genau die richtige Art baue, sollte ich alle Gadgetboss an einem Ort sammeln können. Dankeschön. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Dankeschön für die Information, mein Lieber. Schrottobot. Oh, fast bin ich runter. Nein. Sei vorsichtig da unten. Danke. Wegen dieses Raums wird uns noch jemand verklagen. Will ich das wissen? Nein, will ich nicht. Ach, wenn du wüsstest. Überall fallen Systeme aus. Ich bin das Raumschiff besser als du. Volle Energie. Gut. Jetzt Nummer 2. Ja, Moment, mein Bruder. Warte doch mal bitte ganz schnell. Oder Schwester, oder keine Ahnung. Komm mal mit. Ich muss den ganzen schönen Klack nochmal machen. Okay, ich muss nicht mit Zeit. Das ist gut. Weil ich, wie schon gesagt, ich hasse es, unter Zeitdruck zu stehen. So, zack. Den machen wir jetzt auch zum... Das macht alles Sinn, was ich mache, Leute. Keine Sorge. Ich weiß, was ich mache. Ich hoffe es. Nein! So ein Pech aber auch. Nein! Wow. Das war sehr monoton. Okay, aber klar, Roboter haben ja keine Stimme, sozusagen. Roboter können keine Gefühle. Haben keine Gefühle, weil sie ja Maschinen sind. Maschinen. Okay, das war easy. Jetzt zu diesen Pumpen. Jetzt muss ich nur weglaufen, ne? Natürlich jetzt muss ich nur weglaufen. Ich nö, hast du nicht. Nö, hast du nicht. Dort sind die Pumpen. Renn einfach weiter. Okay. Das hatte ich auch nicht vor. Ich hätte dich auf Quartu persönlich in die Verbrennungsanlage werfen sollen. Ach, das ist vieles dran machen können. Alter! Wow. Hey, lass mich jetzt in Ruhe. Aua. Komm zurück und wir regeln das. Von Kampfbot zu Kampfbot. Du bist fast da. Ich laufe die ganze Zeit im Kreis, oder nicht? Ui. Running, running and running, running. Wo? Da. Oh nein, ich muss das nochmal machen. Heute wird es eine... Danke, Elaris. Ich habe den Schadenkontrollraum erreicht. Versuche, die Pumpen neu zu starten. Irgendwo muss eine Konsole sein. Ich kümmere mich darum. Unterstütze du weiter die Schutztruppen. Okay, es wird eine... eine Folge von... eine Rätselfolge. Das hatten wir ja auch noch nicht so viel. Da, wo du nicht bist, Blechbüchse. Das sind...
Hi. So ein Pech aber auch. Oh je, so ein Pech aber auch. War das blöd? Kann ich nur von vorne anfangen? Nein, gut. Komm her. Nein! Oh, hätte. Warte, das war schlau. Das Ding ist. Dieses rotierende Gerät scheint der Schlüssel zu sein, um alle Gadgetbots in diesem Raum zu sammeln. Dankeschön. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Ich hoffe, du hast das nicht mehr gebraucht. Die Feuer geraten außer Kontrolle. Hä? Wie geht? Wegen was bin ich jetzt? Wegen was habe ich mich jetzt verletzt? Dieses rotierende Gerät scheint der Schlüssel zu sein, um alle Gadgetbots in diesem Raum zu sammeln. Entweder bin ich komplett dumm oder ich bin dumm. Irgendwo hier muss ein Gadgetbot sein. Ach Mann, ich werf ihn immer zu kurz. Dieses rotierende Gerät scheint der Schlüssel zu sein, um alle Gadgetbots in diesem Raum zu sammeln. Ich schaff das schon. Jetzt habe ich schon mal zwei. Die Frage ist. Wie mache ich das jetzt am besten? Wenn du wüsstest. Problem ist, ich komme da nicht rüber. Dieses rotierende Gerät scheint der Schlüssel zu sein, um alle Gadgetbots in diesem Raum zu sammeln. Ich habe eine Idee. Sehr ruhig, Blackbüchse. Ich weiß nicht, wie viel dieser alte Vogel einstecken kann. Mm-hmm.
Ich denke, heute wird es eine etwas längere Folge. Dieses rotierende Gerät scheint der Schlüssel zu sein, um alle Gadgetbots in diesem Raum zu sammeln. Und Leute, möchte mich bei euch mega herzlich bedanken für die netten Kommentare. Danke, danke, danke an jedem Einzelnen. Ihr seid der Hammer. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Okay, war doch einfach alles gedacht. Volle Energie. Großartig! Die Pumpen laufen! Der Feuerlöschschalter befindet sich im hinteren Teil des Schiffs. Du musst da schnell hin! Mach dich platt! Ich schneide dich in Stücke! Nein, ich will nicht. Holzstub! Huch! Da! Los, der Schalter! Feuerlöschsystem aktiviert. Oh je. Das ist Karma. Ratchet, Victor ist ausgeschaltet. Wie ist dein Status? Ich habe einen Weg in den Deplanetisator gefunden. Bin jetzt unterwegs zur Sternknackerkammer. Verstanden. Sei auf der Hut. Oder wir machen das so, Leute. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir hören uns das nächste Mal. Vielen Dank. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da oder einen netten Kommentar. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen.